Seit fast 50 Jahren bildet das IC-Netz das Herzstück des Fernverkehrs in Deutschland. Aus diesem Anlass gibt es neu entwickelte Fahrzeuge aus Göppingen. Einen Steuerwagen BPMBDZF296.1 ist ein Intercity-Steuerwagen im Maßstab 1:93,5, komplett neu konstruiert, mit eingebautem MFX-Decoder, somit dann auch Lichtfunktionen schaltbar, 3 Lichtspitzensignal und 2 rote Schlusslichter schaltbar, eine Führerstandbeleuchtung haben wir eingebaut, die ebenfalls separat schaltbar ist. Die stromführende Kupplung wird auch separat schaltbar sein. Für die Traktion des Zuges erscheint eine Variante der Baureihe 120-1, deren großes Vorbild über viele Jahre hinweg im hochwertigen Reisezugdienst für Tempo sorgte. Nachgebildet wird hier ein ganz bestimmter Zug, der das Ruhrgebiet mit der Alpenregion verbindet. Intercity 2013 Allgäu, der im Vorbild so um 2003 rum von Dortmund nach Oberstdorf gefahren ist. Als weitere Neukonstruktion in diesem Zug haben wir einen Großraumabteilwagen BVMZ 185.5. Auch dieser Wagen hat eine eingebaute Innenbeleuchtung und stromführende Kupplung. Das sind 2 Wagen als Neukonstruktion für einen Zug, der dann insgesamt, wenn man denn möchte, sich aus 8 Wagen zusammensetzt. Bei allen Wagen sind die Wagenlaufschilder bedruckt, also Dortmund-Oberstdorf, und auch jeder Wagen hat seine eigene individuelle Ordnungsnummer. Der gesamte Zug ist nun bei Märklin und Trix in das Herbstneuheitenprogramm gerollt. Bitte beachten Sie, dass die gezeigten Modelle noch Handmuster sind. Vorbildfreunde konnten die 120-1 auf vielen Strecken in ganz Deutschland erleben. Leider kam im Sommer 2020 überraschend das Einsatzende beim Fernverkehr. Das ficht den Modellbahner, der in den Epochen 5 und 6 zu Hause ist, nicht an. Kann er doch auf der Halb-Null-Anlage die 120-1 genießen, egal ob schiebend oder ziehend. Die serienmäßig eingebaute Innenbeleuchtung ist über den Decoder des Steuerwagens schaltbar und kann über diesen ein- und ausgeschaltet werden. Zwischen der ersten und zweiten Klasse befindet sich das Bordrestaurant. Was lässt sich noch über die 120-1 sagen? Die Lok ist natürlich größtenteils aus Metall, hat einen eingebauten MFX-Plus-Decoder und wie von Märklin gewohnt, 3 Lichtspitzensignale mit der Fahrtrichtung wechselnd und auch ein Mittelmotor drin bei diesem Modell mittlerweile. Die 120-1 als Zuglok des IC 2013 wird sicher viele Anlagen bereichern. Mit den neuen Wagen schließt man in Göppingen eine Sortimentslücke. Somit können bald auch schmucke Reisezüge der modernen Epochen nachgebildet werden. Eine bullige Dampflok wirft ihren Schatten voraus. Es ist eine der wuchtigen Maschinen, die im Harz Jahr ein, Jahr aus den Brocken erklimmen. LGB präsentiert eine Variante. Wir haben den neuen Decoder drin mit einer wesentlich höheren Leistung, das heißt auch für den Sound. Wir haben mehr Funktionen. Die Bedruckung haben wir eigentlich so gemacht, wie sie normalerweise ist. Natürlich haben wir die weißen Streifen an den Umlaufblechen dran. Die Stickerbogen für die Sonderfahrt 65 Jahre Brockenlok liegen nur bei. Das heißt, das kann der Kunde aufbringen, der es möchte, und wer das nicht möchte und die Lok so darstellen möchte, wie sie im täglichen Einsatz fährt, der kann es weglassen. Viele angesetzte Details am Kessel entzücken das Auge des Betrachters. Ein MFX-DCC-Decoder erlaubt zahlreiche Licht- und Soundfunktionen. Nach dem Öffnen der Türen geht der Blick auf den eingerichteten Führerstand und dessen Beleuchtung. Zwei kugelgelagerte Bühlermotoren treiben alle 5 Treibradsätze der Maschine an, was ihr optimale Zugkräfte verleiht.
Das Spitzenlicht wechselt mit der Fahrtrichtung. Und, Analogfahrer aufgepasst, das Fahrgeräusch des Sondermodells zum 65. Geburtstag der 99236 ist auch im Nicht-Digitalbetrieb funktionsfähig. Gealterte Fahrzeuge sind voll im Trend. Dies greift Märklin gerne auf und präsentiert nun mit der 140024 in der Baugröße halb Null eine sehr authentisch wirkende Maschine. Dafür begibt man sich in Göppingen auf neue und spannende Wege. Es ist eine neue Herausforderung für uns. Das machen wir das erste Mal komplett im Digitaldruck. Wir müssen versuchen, das so wahrheitsgetreu wie möglich abzubilden. Und für das ist der Digitaldruck eine sehr gute Möglichkeit. Also im Digitaldruck ist der Vorteil, dass eigentlich das Druckbild bei alle gleich aussieht. Das Einzige, was nachher von Hand noch gespritzt wird, ist oben das Dach. Da hat man dann dieses Unikat bei den Loks. Ja. Das Metallmodell erhält einen MFX-Plus-Decoder sowie Dachstromabnehmer, die heb- und senkbar sind. Eine schöne Digitalfunktion. Zudem bekommt es Nachbildungen der glatte Lüftungsgitter und Griffstangen aus Metall. Helfen Vorbildfotos bei der Umsetzung? Ja, wir haben Fotos von der Vorbildlok, haben eine Doku dazu und nach der wird es eingestellt und bedruckt. Die Deutsche Bundesbahn beschaffte ab 1957 über 870 Exemplare dieser robusten Baureihe. Sie fuhren meist im Güterzugdienst, was zu ihrem abwechslungsreichen Erscheinungsbild beigetragen haben dürfte. Gerade bei der Lok ist schon was Besonderes, haben wir so jetzt noch nicht gemacht. Und man sieht einfach schon das komplette Druckbild, sage ich mal, nach einem Durchgang. Was jetzt beim Tambundruck nicht der Fall ist, da hat man ja mehrere Arbeitsgänge. Und im Digitaldruck sehe ich einfach das Ergebnis schon, wenn es aus der Maschine rauskommt und kann mir es schon besser vorstellen. Passend zur 140, bei der alle vier Achsen angetrieben sind, gibt es ein dreiteiliges Wagenset mit sehr ansprechendem Ladegut. Selbstverständlich sind auch die Wagen bereits ab Werk gealtert. Ein toller Zug für die Freunde der Güterbahn. Das Vorsignal macht deutlich, dass ein nachfolgendes Hauptsignal auf Halt steht. Es gilt für einen nicht alltäglichen Zug. Eine schmucke P8 schleppt den Dampfkran Ardelt. Hier die aktuelle Neuheit aus dem Jahr 2020 zu einem Arbeitseinsatz. Im Bahndienst sind solche Fahrzeuge ungemein wichtig. Können sie doch Berge-, Hebe- oder Verladearbeiten erledigen. Der Kran ist mit einem Gerätewagen 631 der Deutschen Bundesbahn unterwegs. Sein Schornstein lässt sich abnehmen bzw. aufsetzen. Die Beschriftung ist vorbildgerecht. Der Dampfkran zeichnet sich aus durch sehr viele Digital- und Soundfunktionen. Also der Spielwert ist enorm, aber auch das Auge erfreut der Dampfkran mit seinen vielen angesetzten Details, ob es nun Griffstangen sind, Gravuren, ausziehbare Ausleger und. Der Blockstellenwärter hat dem Dienstzug freie Fahrt signalisiert. Und so beschleunigt die P8 ihre außergewöhnliche Last. Am Zugschluss läuft der Kranschutzwagen. Hierher führt die Reise. Aus unerfindlichen Gründen ist ein Güterwagen im Weichenbereich entgleist und wartet, zusammen mit einigen Schaulustigen, auf den Hilfszug mit dem Ardelt. Wir haben in den Herbstneuheiten nun eine zweite Auflage, und zwar die Epoche 4 Version, um auch die moderneren Züge und Zugthemen damit zu schmücken. Der Schornstein ist aufgesetzt, die höhenverstellbaren Stützarme wurden von Hand ausgeschwenkt. Nun gilt es, den Kran in die gewünschte Richtung zu drehen. Zwei Arbeitsscheinwerfer am Ausleger sind digital schaltbar.
Dasselbe gilt für die Führerstandsbeleuchtung. Im Modell nutzen wir den Kupplungsbügel, um den Havaristen wieder aufzugleisen. Spielspaß pur. Der Spielbetrieb ist uneingeschränkt mit diesem Modell, der vor allem durch die Digitaltechnik erstrahlt. Nun wird der Ausleger wieder in seine Endposition gesenkt. Der Adelt ist ein raffiniertes und technisch hochwertiges Halbnullfahrzeug, das auch bei Tricks erscheint. Die schöne blaue E41, sogar als E41001, der sogenannte Urknallfrosch, wenn man so sagen mag. Wie man es halt kennt, mit Einfachlampen, Regenrinne, Schweiger-Lüftergitter, also richtig fein. Und als besonderes Highlight zum ersten Mal in Spur N mit den Maschinenraumfenstern. Weil die E41001 hatte ja ab Werk auf der linken Seite zwei Maschinenraumfenster und auf der anderen Seite ein Maschinenraumfenster. Genau dies gibt das erste Handmuster der kultigen Maschine trefflich wieder. Aber auch die Dachausrüstung des weitgehend aus Metall gefertigten Modells gefällt. Und so sah das Fahrzeug im Jahr 1956 aus. Alle vier Achsen sind angetrieben. Ein DCC-Digitaldecoder erlaubt es, zahlreiche Funktionen zu aktivieren. Ein schöner Zug der Epoche 4 rollt über die Minitrix-Gleise. Zuglok ist eine Maschine von der Baureihe 212. Im Schlepp hat sie 5 Wagen. Die werden für den Transport von witterungsunempfindlichen Schüttgütern verwendet. An Bord der 212 befindet sich ein DCC-Digitaldecoder. Die Baureihe 212, typische V100 der Epoche 4. Allerdings diesmal zum ersten Mal ohne Sound in der purpurroten Gestaltung. Da warten auch schon einige Kunden drauf, weil nicht jeder möchte unbedingt Sound haben. Dazu gibt es natürlich auch ein schönes Wagenset, nämlich die Seitenentladewagen des Typs FC090. Und in diesem Set gibt es einen tollen Lasercut-Bausatz mit dabei, nämlich den Kohleschuppen. Dieser Kohleschuppen ist wichtig für alle diejenigen auch, die das sogenannte FELAG oder heutige BAG-Gebäude, dieses sogenannte Reifeisengebäude von Eckartshausen-Ilzhofen haben. Dazu gehört dieser Kohleschuppen und dann ist das Ensemble nämlich komplett. Klar, dass die Kohle mit der Bahn anreist. Alle Wagen verfügen über verschiedene Betriebsnummern und zeigen unterschiedliche Bauausführungen. Die fein gestaltete Nachbildung der Kohleladung ist einen besonderen Blick wert. Von den FCS 090 und FES 092 wurden insgesamt 16.200 Exemplare für die Deutsche Bundesbahn gebaut. Genießen wir die Vorbeifahrt dieses schönen Ganzzuges auf der N-Anlage. Doch nicht jeder interessiert sich für ihn, denn der nächste Winter kommt bestimmt. Handwerk hat goldenen Boden, sagt der Volksmund. Tradition und Gefühl gehören dazu, seit Jahrhunderten und auch in Zukunft. Innovationen sind ebenfalls gefragt. Und bei Märklin ist man stets offen für Neues. So entstand die Bronze-Feinguss-Edition. Manufakturmodelle in Z. Handarbeit, Leidenschaft und Erfahrung sind die Zutaten für einzigartige Projekte in einem klassischen Herstellungsverfahren. So entstehen Schmuckstücke. Morgen! Morgen! Ah, erst Muster. Sehr schön. Total klasse. Vielen Dank. Die Sammelserie geht weiter. Als Teil 2 wird im Bronze-Feingussverfahren ein Kühlwagen der italienischen Staatsbahn geschaffen. Der Anspruch ist hoch, ebenso das Streben nach Perfektion. Der prüfende Blick entlarvt kleinste Ungenauigkeiten. Selbst winzige Lufteinschlüsse werden nicht geduldet. In meinen Augen eigentlich dieser eine Grund, dass wir hier kein Produktionsverfahren aus einem großen Werk oder
Industriezweig haben, sondern wir müssen hier wirklich ganz neu denken, dass es eine Einzelherstellung von Unikaten ist. Ein weiteres Glanzlicht für jede Z-Sammlung. Der transparent aufgetragene Schutzlack verleiht dem Modell das gewisse Extra. Das Bronze-Feingussverfahren macht es möglich, selbst kleinste Feinheiten im Maßstab 1 zu 220 erlebbar zu machen. Ein weiteres Projekt ist die Baureihe 85. Auch deren Lokgehäuse entsteht aus Bronzeguss. Im Inneren ist ein Glockenankermotor verbaut. Die Beschriftung ist zugunsten der Bronzeoptik reduziert. Bronze und Schwarztöne harmonieren bestens. Das Feingussverfahren erlaubt aber auch Varianten spezieller Modelle. Das Problem war, dass diese Variante mit den drei Aufbauten so hätte eigentlich gar nicht umgesetzt werden können. Aber dank unserer Bronze-Feinguss-Edition haben wir es geschafft, in diesem Produktionsverfahren genau diesen dritten Dom obendrauf zu bekommen. Ja, die 383199 vom Süddeutschen Eisenbahnmuseum in Heilbronn wäre im klassischen Verfahren aufgrund der notwendigen Formänderungen nicht darstellbar gewesen. Nun bereichert sie zur Freude der Sammler die Edition der Museumslokomotiven. Auch bei dieser Maschine wird ein Glockenankermotor verbaut. Und wie geht's weiter? Vielleicht mit einer 01 in Bronze? Guter Versuch. Aber da hüllen wir uns natürlich in Schweigen und sagen halt, wartet auf das, was da noch kommt. Also sind wir gespannt darauf, wie es mit der Feinguss-Edition weitergeht. Dieselloks sind bis heute unentbehrlich. Das große Vorbild dieser Maschine wurde von 1968 bis 1987 gebaut. In der für Schweden großen Stückzahl von 123 Exemplaren. Die T44 ist im Güterzug und Rangierdienst tapfer im Einsatz. Das ist vergleichbar vielleicht mit der deutschen Baureihe 290 V90. Von der Größenordnung her wirklich eine richtige schwere Diesellokomotive. Ein Gaskesselwagen muss in ein Anschlussgleis gedrückt werden. Eine Aufgabe, wie sie diese Maschine häufig zu erfüllen hat. Sie kommt natürlich wie bei Märklingen üblich in schwerer Metallausführung. Sie hat einen Mittelmotor, alle vier Achsen sind angetrieben über Kardan. Wir haben der Lokomotive unsere neue Telex-Kupplung verpasst, sodass man also hier auch vom Spieleffekt ein bisschen mehr hat. Man kann mit der Lokomotive toll rangieren. Jetzt haben wir eine Farbgebung ausgewählt, die zwar noch älter ist, es ist dieses Orange-Dunkelblau, aber eingestellt ist die Lokomotive beim schwedischen Eisenbahnverkehrsunternehmen Green Cargo. Ein tolles Halb-Null-Modell, das übrigens auch für die Freunde der Gleichstrombahn von Trix produziert wird.